Hi zusammen und recht herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr schon in meinem Titel gesehen habt, habe ich ja gesagt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem ganz besonderen Video. So ihr Lieben, ich drehe heute ein ganz besonderes Video für euch, weil ich in den letzten Tagen so viel auf meine Ringe angesprochen wurde, die ich euch jetzt gleich auch noch ein bisschen näher zeige und die so wunderschön sind und alle denken, ich hätte einen Heiratsantrag bekommen, beziehungsweise ich bin jetzt verlobt, was aber nicht der Fall ist, aber ich dachte mir, okay, das muss ich auf jeden Fall mit in meinem Titel nehmen, einfach so ein bisschen, um Verwirrung zu stiften, ihr wisst. Ja, es ist nicht der Fall. Ich zeige euch aber hier heute die wunderschönen Ringe von Moon Magic. Und ich habe mich sofort in diese Ringe verliebt, aber wir kommen jetzt direkt dazu, dass ich euch die vorstelle. Ja, ich trage wie gesagt jetzt die Ringe von Moon Magic schon eine ganze Zeit. Ich durfte die jetzt eine ganze Zeit lang tragen und ich muss euch sagen, seitdem ich diese Ringe trage, fühle ich mich, also ich habe immer schon gedacht, ich bin so total die Prinzessin, total das Mädchen, aber seitdem ich diese Ringe trage, also denke ich, ich wäre eine Prinzessin. Also ich denke wirklich, ich wäre Kate, weil diese Ringe einfach so traumhaft schön sind und ich denke die ganze Zeit so, wow, oi, wie schön und muss mir den die ganze Zeit angucken und jetzt weiß ich auch tatsächlich, wie sich so eine Braut fühlt, die die ganze Zeit ihren Ring angucken muss. Und ja, ich habe mich im Prinzip damit selber geheiratet und ich finde sie einfach so, so schön. Also im Prinzip seid ihr die Ersten, die diese Ringe auch tatsächlich sehen, weil die Marke bzw. ja, Moon Magic ganz, ganz neu in Deutschland ist. Mal zu der Marke. Also Moon Magic ist eine Marke, die sehr auf Weiblichkeit viel Wert legt, sich selbst zu lieben, die innere Kraft zu finden und arbeitet viel mit Mondsteinen. Also ätherischen Edelsteinen. Ich habe jetzt hier auch zwei Ringe mit Mondstein. Und dieser Mondstein, ich muss euch sagen, ich glaube ja total so an so Spirituellem und vieles, was aus dem Universum kommt. Und gerade Mondstein, also wie ihr vielleicht wisst, ist der Mond, heißt ja Luna. Und Luna ist weiblich, also es heißt auch die Mondin, weil es heißt, im Mittelalter wurde damals der Mond hat ganz viel für die Frauen gemacht. Also zum Beispiel auch den Zyklus reguliert. Und daher gibt auch gerade die Mondin, gerade den Frauen immer sehr viel Kraft, auch bei Vollmond. Ihr kennt vielleicht die Vollmondrituale, die häufig von Frauen durchgeführt werden. Und ich liebe ja sowas, ne? Also ich glaube da auch total dran. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so, dass seitdem ich die Ringe trage, dass ich viel mehr Energie habe. Also es heißt, beziehungsweise dem Mondstein wird nachgesagt, dass es so Heilung fördert, man mehr Energie hat. Gerade auch dieser ätherische Edelstein heißt auch verträumter Edelstein und soll einen unterstützen, wenn man einen Neuanfang beginnen möchte. Er gibt Kraft und hilft einem dabei, auch die innere Göttin einfach nochmal hervorzuzeigen oder hervorzuheben, um dir Kraft zu geben, wenn du einen Neuanfang beginnen möchtest. Und ja, da muss ich auch echt sagen, dass seitdem ich diese Ringe trage, die man überhaupt nicht merkt, die sind total leicht, keine schlechten Energien habe, so leichter bin und so mehr in Einklang mit mir selbst. Ja, und ich muss sagen, mir geht es echt gut, seitdem ich diese Ringe trage. Das kann natürlich auch alles Kopfsache sein, aber ich glaube natürlich auch daran. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht. Ihr könnt ja mir mal unten in die Kommentare schreiben. Bei mir ist ja dieses Jahr auch ganz, ganz viel passiert in dem ersten halben Jahr und ich habe auch dieses Jahr einen Neuanfang begonnen. Also es heißt ja auch, dass 2020 für viele Menschen ein Neuanfang beginnt und ja, dafür sind diese Ringe auf jeden Fall perfekt. Ich zeige sie euch jetzt aber auf jeden Fall von nahen. Also, so bekommt ihr diese Ringe, eine wunderschöne, edle, kleine Schatulle und so sieht das aus, in ganz zart rosa. Und wie gesagt, ich muss euch echt sagen, die Ringe sind so wunderschön, dass man
sie halt auch als Verlobungsring tatsächlich nehmen kann. Oder wenn ihr euch selber mal ein Geschenk macht, wo ihr sagt, ja, ich möchte jetzt einen Neuanfang beginnen, ob es privat ist, beruflich oder sonst wo, dann finde ich diese Ringe als Symbol dafür einfach super, super schön. So sehen die Ringe aus. Sie sind an der Seite mit Steinen besetzt und der Mittelpunkt ist natürlich der ätherische Edelstein, der Mondstein. Und wie ihr seht, er sieht auch immer anders aus. Es kommt immer darauf an, wie das Licht scheint. Und das macht einfach nochmal einen ganz, ganz tollen Effekt. Und lässt ihn einfach nochmal total besonders wirken. Jeder einzelne ist natürlich auch ein Unikat. Also das ist jetzt hier der Ring Nymph. Das ist tatsächlich auch mein Lieblingsring. So, dann habe ich hier noch einen Ring. Ich verlinke euch die Ringe natürlich auch nochmal unten in meine Infobox. Da packe ich euch natürlich dann auch nochmal die Seite von Moon Magic rein und meine Ringe. Und ich bekomme auch sogar noch einen 15% Rabattcode. Also da könnt ihr natürlich auch nochmal richtig sparen. Gerade wenn ihr jetzt euch selber was Gutes tun möchtet oder wenn ihr den Ring verschenken möchtet oder an eure Freundin. Also ihr müsst auf jeden Fall auf der Seite gucken. Die Ringe sind wunderschön. So, dann habe ich hier noch einen, der ist ein bisschen filigraner. Also der Stein an sich, wie ihr seht, der ist nochmal ganz klein, ganz fein. Das ist auch ein Mondstein. Und der sieht auch einfach so wunderschön aus. Der hat an der Seite jetzt zwei kleinere Steine, die so ein bisschen violetter nochmal funkeln. Seht die beiden Ringe nochmal. Also wie gesagt, der ist hier so ein bisschen filigraner, ein bisschen leichter vom Design her einfach. Und er schimmert auch, wie ihr seht, wenn das Licht drauf scheint, immer in anderen Farben. Und könnt natürlich auch die Ringe, auf der Seite haben die auch so coole Ideen, was man mit den Ringen machen kann, dass man die dann halt auch übereinander setzen kann. So, ihr seht hier nochmal beide übereinander. So, was ich auch richtig, richtig cool finde, habe ich jetzt hier auch auf der Seite von Moon Magic gesehen. Ihr könnt auch den Nymph, also den Ring, den ich jetzt habe, und dann gibt es da drüber, die haben so einen Ring und dann sieht das aus, als wenn es so eine Krone wäre. Das finde ich auch so, so schön. Also da werde ich mir den Ring auf jeden Fall noch dazu kaufen, weil ich finde, diese Kombi ist einfach der absolute Hammer. Ich habe euch gar nicht gesagt, wie der kleinere heißt. Der kleinere heißt Lania. Auch so schön. Oh, ich liebe diese Ringe. Ich finde die einfach so traumhaft schön. Das waren die Ringe, die ich euch vorstellen wollte. Wie gesagt, alle Infos sind auch nochmal unten in meiner Infobox. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachshoppen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Lasst mir gerne auch ein Abo da. Passt weiterhin auf euch auf. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Vanessa. Ciao.